Traumstrände, riesige Höhlen und die Pyramiden Mittelamerikas. Herzlich willkommen in Mexiko, ein Land, das viel mehr zu bieten hat als Tacos und Sombreros. Wir machen einen 600 Kilometer Roadtrip auf der Halbinsel Yucatan. Von den Städten an der Küste über die Weltwunder der Maya zu wunderschönen Nationalparks. Der Megametropole Mexico City statten wir auch einen Besuch ab. Im Umland erwarten uns Vulkane und untergegangene Städte. Wir starten unsere Reise in Cancun. Weiße Sandstrände, riesige Hotels und vor allem ein Paradies für Pauschaltouristen. Das sind meine Freunde Benny und Max eher weniger. Wir erkunden Länder gerne auf eigene Faust. Mein Name ist übrigens Valentin. Man nennt mich auch Saraza. In Cancun holen wir unser Auto ab und fahren eine knappe Stunde Richtung Playa del Carmen. Der Ort ist nicht nur bekannt für seine schöne Küste, sondern auch für eine spektakuläre Höhle in der Nähe. Malokin. Actually, wishing us good vibes, guys. So we're gonna say Jumbutik, which means gracias in Mayan. Jumbutik. Jumbutik. Follow me, guys. Schon der Eingang sieht mega cool aus. Das ist der Rio Secreto, eine 34 Kilometer lange Mischung aus Tropfsteinhöhle und Zenote. Und das ist der liebe Gabriel, der wird uns jetzt da durchführen. Wir hatten eben noch eine kleine Zeremonie, die uns ein bisschen Sicherheit gibt. Gabriel, this is gonna be awesome, man. It's gonna be awesome. Welcome to Rio Secreto's Natural Reserve, guys. Let's go explore. Über 7000 Höhlen und Zenoten gibt es unter Yucatan. Einige sind angeblich vor 65 Millionen Jahren durch den Meteoriteneinschlag entstanden, der auch die Dinos ausgerottet haben soll. Durch ständige Verschiebung der Kontinentalplatten und die Auflösung des Kalksteins haben sich die Höhlen immer mehr verändert. This area at one point was completely submerged in water. We couldn't have walked in here. We had to swim. Or maybe we didn't even have the entrance here. Most of this has been created for at least 3 million years, no less than 500,000 years. Ich habe mich gerade mega erschrocken, da ist so eine Art Höhlenspinne. Es ist keine echte Spinne, denn sie hat nur 6 Beine statt 8, aber sie sieht aus wie eine riesengroße Spinne. Und hier vorne sind auch Fledermausknochen, sieht aus wie Hühnerknochen, richtig groß, hätte ich auch nicht gedacht. Hier geht man auch nur mit kleinen Gruppen durch, immer nur eine zur gleichen Zeit, damit das Ganze geschützt bleibt. Deswegen Tickets unbedingt vorher im Internet buchen. Für die Maya waren die Höhlen heilige Orte und Wasserquellen. Dazu werden wir im Laufe der Reise noch mehr erfahren. So, if you get lost, if anything happens, you follow this. If you stop seeing that, then that's a problem. Seit 2006 wurde dieses ganze System erst entdeckt und wie ihr seht, teilweise ist es auch ganz schön eng. Ich zwänge mich jetzt mal hier durch. Oh. All right, guys, we've just spotted something very special, which is Lady White. Has no eye sockets, no eyeballs, nothing. It is completely pale white, almost translucent. It looks like a ghost in the water. And if you see one of these, it is your lucky day. This is the second time that I've ever seen this, and it's a beautiful fish. Wer tiefer reingeht, muss verrückt sein. Ab rein da. Das Wasser steigt, für den einen oder anderen vielleicht unheimlich. Ich finde es mega cool. Es ist so eine geile Atmosphäre. Action und Entspannung. Now we're gonna feel this cave in its natural state, which is complete darkness and silence. We're gonna do it on three. One, two, three. Eine Tour dauert über 2 Stunden und lohnt sich definitiv. Das war super beeindruckend, einer der coolsten Spots, an dem wir jemals gewesen sind. Und mit dem Gabriel da durchzugehen, auch super entspannt. Jeder Raum hatte so was ganz Eigenes, überall was Neues zu entdecken. Für knapp 90 Euro bekommt man da Einblick in eine Welt, die man so unter der Erde niemals erwarten würde. Playa del Carmen liegt an der Riviera Maya. In den 70ern haben hier noch ein paar hundert Fischer gewohnt.
Heute leben hier über 300.000 Menschen. Playa del Carmen ist übrigens die Stadt mit dem größten Bevölkerungswachstum in ganz Mexiko. Liegt vor allem am Tourismus und ist auch die perfekte Ausgangslage für verschiedene Touren. Gibt ein paar nicht so schöne Ecken, aber auch ein paar sehr schöne, wie zum Beispiel die Quinta Avenida. Eine richtig nette Touristenstraße hier. Was hier auffällt, ist, dass das Ganze sehr gut bewacht ist. An jeder Ecke steht ein Polizeiauto und eben haben wir sogar das Militär gesehen. Und zwischen den ganzen Restaurants gibt es jede Menge Souvenirshops. Die verkaufen aber irgendwie alle das Gleiche. Ganz am Anfang haben wir einen Laden gesehen, der sah ein bisschen special aus. Da wollen wir jetzt noch mal hin. Hier gibt es typisch mexikanisches Essen. Die Ententacos waren sehr heiß, haben mir aber sehr gut geschmeckt. Und das hier ist Guacamole mit Grashüpfern obendrauf. Und da bin ich sehr gespannt drauf, die probiere ich jetzt. Ich finde, die sehen eigentlich nicht schlimm aus. Oh, das ist gewöhnungsbedürftig. Nee, das schmeckt mir gar nicht. Über 17 Kilometer sind es vom Playa del Carmen nach Cozumel. Ein Fernticket kostet 20 Euro. Bekannt ist die Insel vor allem für ein riesiges Korallenriff. In der Hauptstadt San Miguel leben etwa 80.000 Menschen, fast die ganze Bevölkerung der drittgrößten Insel Mexikos. Hinzu kommen vor allem jede Menge Kreuzfahrttouristen. Hauptsaison ist von Januar bis April. Ab Mai werden noch mehr Algen an die Ostküsten Yucatans gespült. Auf Cozumel soll man sich am besten einen Mietwagen holen. Die Taxipreise sind nämlich ziemlich teuer. Wir zahlen jetzt 80 Euro für die Möhre. Die fällt zwar fast auseinander, aber für eine kleine Inseltour wird es reichen. Am besten vorher immer Video machen, damit euch da nachher keiner betuppen kann. Wir fahren erstmal ins Landesinnere zu uralten Maya-Ruinen. Cozumel war ein Wallfahrtsort der Ureinwohner Yucatans. Die Überreste kann man sich für 10 Euro anschauen. Das Korallenriff in Cozumel ist das zweitgrößte der Welt und nennt sich Great Mayan Reef. Und natürlich kann man auch die Unterwasserwelt erkunden. Schnorchel und Brille sind organisiert, also ab ins Wasser. Das war cool. Wir haben viele bunte Fische gesehen, oder? Ja, vor allem im seichten Wasser auch schon einiges zu entdecken. Aber die Korallen waren größtenteils ziemlich tot, wahrscheinlich durch Klimaerwärmung und Verunreinigungen im Wasser. Wenn es bunt sein soll, muss man dann weit raus und tief runter. Für uns geht's jetzt zurück aufs Festland. Von Cozumel geht es zurück nach Playa del Carmen. Bevor wir am nächsten Tag eine halbe Stunde nach Tulum fahren, checken wir noch den Explore Freizeitpark ab. Im Explore gibt es keine Achterbahn. Die Anlage ist mit Ziplines und Offroad-Touren in die Natur eingebettet. 7 Ziplines erwarten uns. Ein paar Mal haben wir sowas ja schon mal gemacht, aber hier mit Blick über den Dschungel ist das was ganz Besonderes, glaube ich. Alter, war die schnell! Wir hatten unseren Spaß für 110 Euro pro Person, etwas teuer. Ich würde auch sagen, es ist eher für Familien geeignet. Und wenn man von morgens bis abends hier bleibt, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, weil du kannst so viel essen und trinken, wie du möchtest. Das Besondere an dem ganzen Park ist, dass es so in der Natur eingebunden ist. Das hat mir sehr gut gefallen. I'm only Tulum war früher vor allem eine Gegend für Hippies und Backpacker. Heute dreht es sich aber mehr um alternative Luxushotels. Techno-Partys und Yogakurse am Strand spiegeln hier den Lifestyle wider. Der Ort splittet sich in die Stadt und die Hotelzone, wo die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Only one step.
Schon die Maya haben hier am Strand gelebt. Die Ruinen kann man für 10 Euro besichtigen. Für die Cenoten Dos Ojos bezahlt man 20 Euro Eintritt. Dort befindet sich allerdings ein Zugang zur größten Unterwasserhöhle der Welt. Satte 369 Kilometer wurden bisher vom Sistema Sacactún entdeckt. Wie riesig dieser Krater ist. 700 Meter Durchmesser hat der und der ist entweder entstanden, weil hier die Decke einer Höhle eingebrochen ist oder durch den Einschlag eines Meteoritensplitters. Das ist aber nichts gegen den 180 Kilometer großen Krater im Norden von Yucatan. Da ist der Chicxulub-Meteorit eingeschlagen und der hat wohl die Dinos auf dem Gewissen. Wer in der Süßwasserlagune Canlum schwimmen will, wird 10 Euro los. Wir setzen unseren Roadtrip ins Landesinnere fort. Auf dem 2,5 Stunden Weg zur Maya-Stadt Chichen Itza machen wir noch einen Abstecher zum Azulik Umay und der Cenote Suitun. Das Azulik Umay ist ein Architekturmuseum, angelehnt an das Kunsthotel Azulik in Tulum. Das einzigartige Gebäude kann man sich für 20 Euro anschauen. Dieses ganze Gebäude ist einfach ein Riesenkunstwerk. Die Cenote Suitun ist mit dem Steg in der Mitte ein beliebter Fotospot. Für 10 Euro kommt man hier rein. Was sagst du denn eigentlich zum Verkehr hier? Also der Verkehr hier ist sehr gewöhnungsbedürftig. Teilweise fehlen komplett die Fahrbahnmarkierungen und die Mexikaner fahren auch teilweise etwas rabiat. Chichen Itza zählt zu den 7 neuen Weltwundern. Um 900 lebten nach Schätzung etwa 50.000 bis 90.000 Menschen in der Stadt. Die Maya waren eine echte Hochkultur mit architektonischen Meisterleistungen. Einfach mega imposant hier. Die ersten Ausgrabungen fanden übrigens 1875 statt und bis heute findet man ständig was Neues. In Guatemala und Mexiko soll es über 50 Stadtstaaten der Maya gegeben haben und die Bewohner hier in Chichen Itza, die nannten sich Itza. Früher waren hier Tausende von Mayas, heute sind hier Tausende von Touristen und überall sind auch Stände, wo Leute irgendwelche Souvenirs verkaufen. Hinter mir seht ihr die Pyramide des Kukulkan. Für den Gott wurden damals auch Menschen geopfert, weil die Maya dachten, das würde ihnen zum Beispiel in Trockenzeiten helfen. Wir braten hier gerade in der Hitze und da kommt so eine Cenote erfrischend, die ist aber leider geschlossen. Und die Maya dachten früher, das wäre ein Tor zur Unterwelt. Und die haben da angeblich auch Leute reingeworfen und geopfert. Benni, willst du nicht mal reinspringen, gucken, ob du mal Knochen findest? Ja, ich opfer dich gleich den Göttern. Beliebt bei den Maya war auch ein Spiel, bei dem zwei Teams einen Ball in das gegnerische Tor an der Wand befördern mussten. Nur mit Hüfte, Kopf und Schultern. In Chichen Itza befindet sich der größte erhaltene Platz. Das muss ein Mega-Event gewesen sein mit tausenden Leuten im Stadion. Und hier gibt es auch verschiedene Abbildungen, angeblich sogar eine, wo dargestellt wird, dass das Verliererteam geopfert wurde. Sicher ist das allerdings nicht und da bleibe ich doch lieber beim Fußball. Man sagt, die Maya waren auch gute Astronomen und Mathematiker. Mit ihrem Kalender konnten sie zum Beispiel die 365 Tage des Jahres bestimmen. Und wenn man alle Stufen des Tempels plus das Plateau zusammenrechnet, ergibt das die Zahl 365. Das ist eine krasse Reise in die Vergangenheit. Man kann sich auf Yucatan auch noch viele weitere versunkene Städte anschauen. Chichen Itza ist aber mit die bekannteste und deshalb liegt der Eintritt auch bei ca. 30 Euro pro Person. Ich finde aber, das lohnt sich. Wir reisen noch 2 Stunden weiter nach Mérida. Die Tage darauf wartet das Celestún-Reservat auf uns, ca. 60 Minuten entfernt. Guten Morgen! Wir sind im schönen Mérida unterwegs. Hier die Straße runter ist unser Hotel. Wir zahlen für ein Zimmer 1150 Pesos, also fast 60 Euro. Generell muss man sagen, die Preise für Unterbringung und Essen sind je nach Stadt sehr unterschiedlich. Teilweise wie in Deutschland, Tulum war aber noch teurer. In nicht-touristischen Gebieten ist es dann aber so 20-30% günstiger.
Die Millionenstadt Mérida ist die größte auf Yucatan. Wahrzeichen ist eine Kathedrale, die aus Steinen eines alten Maya-Tempels gebaut wurde. Der Plaza Grande ist der Mittelpunkt von Mérida und wahrscheinlich befinden sich unter uns sogar noch Maya-Überreste. Und der Name der Stadt bezieht sich so auf das spanische Mérida, wo damals jede Menge Überreste der Römer gefunden wurden. Eine verrückte Tradition in Mérida sind die sogenannten Marrakesch-Käfer. Das sind tatsächlich lebendige Schmuckstücke. Auf die Käfer wurden verschiedene Steine geklebt. Und die Tradition geht schon auf die alten Maya zurück. Sieht extrem kurios aus. Ich glaube allerdings, die Käfer finden das vielleicht nicht ganz so cool. Sehenswert ist auch der Paseo Montejo. Der Boulevard wurde im 19. Jahrhundert extra für die schönen Villen geplant. Am Park Santa Lucia ist abends immer richtig was los. Hier gibt es schöne Restaurants, die Leute chillen hier ein bisschen, trinken Bierchen und wir genießen jetzt mal hier die Atmosphäre. Das war super entspannt, den Abend hier ausklingen zu lassen. Manchmal sind hier auch Straßenfeste, heute war leider keins, aber checkt das ab, wenn ihr in der Gegend seid. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel und ich freue mich auf morgen. Hinten hat einfach der Dschungel neben der Straße gebrannt. Ich hoffe, die haben das irgendwie unter Kontrolle. Das Celestún Naturreservat liegt am Golf von Mexiko und hier soll es jede Menge Tierarten geben, vor allem Flamingos, und vielleicht haben wir ja Glück und sehen ein paar. Wir schippern hier auf jeden Fall mit unserem Freund Erik durch die Gegend. Hola. Hola. War eine ganz schön ruppige Fahrt vom Meer aus hier in die Mangrovenwälder. Und übrigens, falls ihr kein Spanisch sprecht, mein Spanisch ist ganz okay, deswegen sind wir halbwegs gut klargekommen, solltet ihr euch unbedingt eine Übersetzer-App runterladen, die auch offline funktioniert. Das gleiche gilt auch für eine Karten-App, denn das Internet fällt gerne mal aus oder ist überhaupt nicht da. Hier vorne sind die ersten Flamingos, haben wir Glück gehabt. Die meisten Flamingos sieht man im Celestún-Reservat übrigens von November bis Februar. Also so viele sind momentan gar nicht da. Dafür gibt es aber auch jede Menge Krokodile im Gewässer. Hier sollte man also nicht die Hand reinfassen. Überhaupt ist es ziemlich geil, hier gerade durch den Dschungel zu fahren, durch diese Mangrovenwälder, total nah. Und der Erik, echt ein super Fahrer, er hat's drauf. Nächster Zwischenstopp beim Ojo de Agua, also Auge des Wassers. Da strömt Süßwasser aus einer Höhle am Meeresgrund. Und das sieht man auch ganz gut an der Oberfläche, dass sich so ein Kreis da bildet. Kormorane gibt es ja auch in den Bäumen, also echt viel zu entdecken. Pelikane und sogar ein Adler fliegen an unserem Boot vorbei. Noch ein kleiner Tipp für alle, die ein bisschen Geld sparen wollen. Geht nicht in Mérida zu den Reiseveranstaltern und bucht irgendwie so eine Kompletttour, sondern reist entweder selber an oder holt euch ein Busticket. Denn wenn man die Bootstour hier vor Ort bucht, ist das deutlich günstiger. Wir haben jetzt für das ganze Boot 100 Euro bezahlt und die Tour geht ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das war echt eine coole Tour. Wir genießen jetzt noch hier den wunderschönen Strand. In dem Dorf wohnen übrigens nur 6.000 Menschen. Es sind relativ wenig Touristen hier und die Leute wohnen sehr einfach. Aber es ist irgendwie auch interessant zu sehen. Besonders lustig sind diese Tuk-Tuk-Autos.
Und jetzt freue ich mich sehr auf Mexico City. Statt 1300 Kilometer Autofahrt fliegen wir 2 Stunden. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Was für eine Stadt! Schon jetzt super eindrucksvoll. Im Großraum von Mexico City leben über 21 Millionen Menschen. Die Megametropole ist eine der größten Städte der Welt und ganz anders als die Orte in Yucatan. Die Ureinwohner der Region um Mexico City waren die Azteken. Die lebten vor den spanischen Konquistadoren hier und haben sich selber übrigens Mexica genannt. Tenochtitlan war die Hauptstadt, heute Mexico City. Den legendären Templo Mayor kann man für 5 Euro besichtigen. Die Azteken waren übrigens eine ähnliche Kultur wie die Maya, die ihre Hochzeit aber ein paar Jahrhunderte später hatten. Als die Spanier hier ankamen, wohnten die noch in riesigen Städten, während die Maya schon lange vorher unbedeutender wurden. Was für eine riesige Flagge, da kann man ja ein ganzes Haus drin einwickeln. Und die steht hier auf dem Plaza de la Constitución, auch Zocalo genannt. Und hier findet man eine riesige Kathedrale, das Rathaus und auch den Sitz des Präsidenten. Und wie man heute sehen kann, finden hier auch ab und zu Straßenfeste statt. Die Stadtmitte gilt als relativ sicher, dennoch solltet ihr Wertsachen in Mexico City nicht offen rumtragen und auch nachts ein bisschen aufpassen. Überhaupt ist es je nach Viertel und Region in Mexiko sehr, sehr unterschiedlich mit der Kriminalitätsrate. In Yucatan sollte euch hoffentlich nichts passieren, dennoch immer ein bisschen auf der Hut sein und auch bei Taxi- und Händlerpreisen aufpassen, die sind oft viel zu hoch angesetzt. Pasará, solito me dejará. Einen guten Blick über Mexico City hat man vom 181 Meter hohen Torre Latino Americana. Der Eintritt liegt bei 10 Euro. Nach der schönen Aussicht zieht es uns in den Chapultepec Park. Der Park ist eigentlich ganz schön und hat auch idyllische Ecken. Allerdings habe ich ihn mir etwas ruhiger vorgestellt. Hier sind sehr viele Stände, extrem viele Menschen. Es wird rumgeschrien, ständig will dir jemand etwas verkaufen. Es gibt Zuckerwatte, verschiedene Lebensmittel und auch Souvenirs. Also hier ist ziemlich gut was los. Einer der 16 Stadtbezirke von Mexico City ist Xochimilco. Das war früher mal ein See, der wurde aber trockengelegt und nun ist das Viertel durchzogen mit Wasserkanälen und da tuckern wir jetzt mit diesen bunten Bötchen durch. Schaut euch mal an, was hier los ist. Hier geht überall die Party ab. Hier vorne wird Trompete gespielt, eine ganze Band am Start. Ich bin richtig geflasht. 2 Stunden kosten ungefähr 60 Euro, wenn man sich ein privates Boot mietet. Also kann man absolut nicht meckern. Und die werden nicht mit dem Motor gesteuert, sondern hier mit diesen Stöcken. Ist auf jeden Fall Kraftaufwand vonnöten. Wir gönnen uns jetzt noch ein kleines Bierchen hier. Das ist wirklich eine ganz eigene Welt, ganz verrückt. Prost, Freunde! Legenden ranken sich um die Insel der Puppen. Hier lebte angeblich ein Fischer, der ein totes Mädchen im Fluss fand. Als ihr Geist ihn heimsuchte, hängte er unzählige Puppen auf, um das Mädchen zu beruhigen. Das Krasseste an der Geschichte ist aber, dass der Mann 2001 an derselben Stelle ertrunken ist, wo das Mädchen gefunden wurde. Und unter Jugendlichen gilt es auch als Mutprobe, hier mal eine Nacht auf der Insel zu verbringen. Ich würde sagen, wir lassen den Max einfach hier, der ist der Jüngste. Es war eine geile Tour, wir hatten echt viel Spaß und man sieht hier auch den mexikanischen Party-Lifestyle. Die Leute haben so viel gute Laune. Echt eine tolle Tour. Morgen geht das Abenteuer weiter. Mit einem Mietwagen fahren wir zur untergegangenen Stadt Teotihuacan. Die ist wie die Vulkane circa 1 Stunde von Mexico City entfernt. Teotihuacan
Teotihuacan ist wirklich eine legendäre Stadt. Man weiß gar nicht so genau, welche Kultur sie gegründet hat, aber sie muss zwischen 100 und 650 eine der größten Städte der Welt gewesen sein. Angeblich haben hier über 200.000 Menschen gelebt. Wahnsinnig, wie riesig diese Stadt ist und dann auch noch perfekt und symmetrisch geplant. Die Pyramiden sind wirklich zu krass, besonders die Mond- und die Sonnenpyramide. Hinter mir, das ist die Sonnenpyramide und das ist eine der größten Pyramiden auf der Welt. Und jetzt kommt's, die wurden nur mit menschlicher Muskelkraft gebaut, weil die kannten genauso wie die Maya noch das Rad nicht und hatten auch keine Hilfe von Tieren. Ich bin echt geflasht. Das ist ja kaum vorstellbar, dass diese riesige Stadt um 650 verlassen wurde. Ist ja fast so, als würden die Leute aus New York City abhauen. Und da gibt es verschiedene Theorien. Zum einen eine Dürre, Kriege oder sogar eine Rebellion. Angeblich soll es sogar Spuren eines riesigen Brandes in der Stadt gegeben haben. Es ist schon mysteriös hier. Viele Geheimnisse wurden noch nicht gelüftet und die Azteken haben diesen Ort auch nur wiederentdeckt und zum Beispiel den Pyramiden ihren Namen gegeben. Die alte Kultur, die hier ursprünglich mal gelebt hat, muss aber Ähnlichkeiten mit den Azteken und Mayas gehabt haben. Und auch hier hat man Hinweise auf Menschenopfer gefunden. Teotihuacan bedeutet, wo man zu Gott wird. Ich fühle noch nicht wirklich was, aber wenn, dann haben sich die 5 Euro Eintritt definitiv gelohnt. War auf jeden Fall ein mega imposanter Einblick und morgen geht's zu den Vulkanen. Die ganze Straße ist nur noch ein einziger Fluss. War schon episch, zwischen den Vulkanen den Berg hochzufahren. Mit dem Auto kommt man auf 2.000 bis 3.000 Meter. Wir sind jetzt hier bei so einem Camp angekommen. Allerdings ist die Temperatur auf 13 Grad gefallen und zwischendurch regnet es auch ordentlich. Wir versuchen dennoch mal zu einem Wasserfall in der Nähe zu wandern. Guckt euch mal diesen schwarzen Boden an. Wir laufen hier einfach auf Vulkanasche. Zum Glück ist der hier inaktiv. Die Wälder hier sehen noch mal ganz anders aus und hier gibt es 2 große Vulkane, der inaktive Iztaccíhuatl, die Aussprache ist nicht so ganz leicht, wir mussten eben den Einheimischen fragen, der ist 5213 Meter hoch und der aktive Popocatépetl, der ist 5413 Meter hoch, der bricht auch ab und zu noch aus, deswegen darf man da mittlerweile nicht mehr hochwandern, da wurde vor ein paar Jahren sogar eine Frau von herausgeschleuderten Steinen erschlagen. Die Luft ist wirklich dünn hier oben, also wenn man ein bisschen läuft, wird es schon anstrengend. Wir sind übrigens kaum Touristen, obwohl wir nur 60 Kilometer von Mexico City entfernt sind, Luftlinie. Und man kann auch auf den Gipfel hoch, da sollte man sich aber gut vorbereiten, denn da liegt das ganze Jahr über Schnee. Da sind wir auch beim Wasserfall. Nochmal ein kleines Abenteuer zum krönenden Abschluss unseres Trips. Einzigartig in Mexiko sind die unglaublichen Zenoten, die versunkenen Städte und die Megametropole Mexico City. Das war's von dieser Reise. Wir sehen uns wieder bei der nächsten. Wenn euch unser Film gefallen hat, dann haut den Daumen nach oben, teilt ihn in den Weiten des Internets und lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut euch gerne auch unsere anderen Videos an. Auf YouTube oder in der ARD-Mediathek.